Einmal hier vorne hinziehen. Die Stadt Sika, der Karthager, steht auf einem Hügel. Die Einheit, die drin steht, ist nur ein Plänkler mit 3 Angriffs- und Verteidigungsstärke. Das ist echt wenig. Eine Fernkampfeinheit, die Probleme hat, wenn sie auf Wäldern angreift. Und die Stadt ist umzingelt mit Wäldern. Es kann sein, dass hier noch mehr Militär steht. Wir haben hier vorne einen Scout stehen, der beobachtet, ob Karthager raufrennen. Aber zu unserem Glück sind hier vorne entweder Barbaren oder Rebellen unterwegs. Das könnten Rebellen sein, die die Numida im Rahmen eines Überfalls hier rüber schicken. Dadurch haben die Karthager Probleme, den Kollegen im Nordwesten Entsatz zu schicken. Es könnte sein natürlich, dass hier noch weitere Karthagerstädte im Osten sind, im Nordosten. Das könnte ihre Hauptstadt hier oben sein. Hier könnte noch mehr Städte von denen liegen. Das ist mir gerade auch Wumpe. Wir ziehen schnellstmöglich vor und schaut mal, die Stadt gilt als vernetzt. Das kann sein, dass sie eine Straßenverbindung hat. Kann auch einfach nur sein, hier ist ein Fluss, seht ihr den Fluss? Dass die Stadt über den Fluss Kontakt hat mit irgendeinem städtischen Feld von einer anderen Stadt. Der Fluss schlängelt sich hier runter. Es könnte sogar sein, wenn der Fluss bis hier unten hinreicht. Das sind unsere Verbindungen, ne? Wir ziehen mal erstmal mit den Truppen weiter vor. Das hier ist ein... Jetzt haben wir mit Artaxerxes einen brauchbaren General. Wenn die gleiche Einheit angrenzt, 20% mehr Kampfstärke. Und das hier vorne ist allerdings ein Elite-Peltast. Davon haben wir nur 2. Dass die immer nebeneinander stehen, ist möglich, aber unwahrscheinlich. Hier ist die Gemahlin des Königs daneben. Die braucht lange, bis sie vorne ist. Hier haben wir einen Schleuderschützen, noch einen Schleuderschützen. Ohne General. Die Oligarchin, die ist schon relativ alt, ne? 57 Jahre alt. Es ist mir egal. Wir wollen jetzt erstmal den Überraschungsvorteil, falls wir einen haben, nutzen. Ein Stadtfeld? Ein Stadtfeld, keine Mauer. Hier kostet uns das nur einen Trefferpunkt. Ich frage mich, warum das so wenig ist. Wir haben einen Entfernungsmalus. Verteidigung 8,5. Haben die doch eine Mauer gebaut? Warum ist die Verteidigung bei 8,5? Aus irgendeinem Grund haben die sensationelle Verteidigung. Weil die auf einem Hügel stehen? Eine Stadtmauer kann ich nicht entdecken. Könnt ihr eine Stadtmauer entdecken? Ist das alleine der Hügel? Hier ist ein Waldfeld, ne? Wir können nicht vorziehen. Das ist die stärkste Einheit, die wir haben. Wir ziehen ein Feld vor. Die Einheit hat Vorteile. Mehr Deckung, wenn sie auf städtischen Feldern steht. Und mehr Angriffsstärke, weniger Angriffsstärke, wenn sie Felder angreift auf Wald. Wir ziehen einmal hier drauf, dann haben wir auch mehr Sicht. Sehr spannend. Jetzt können wir mit dem nämlich bis hier hinziehen. Das ist die Frage, wie weit können wir mit dem ziehen, ne? Auf Wald haben wir wieder Verteidigungsstärke. Das hier vorne ist ein Schleuderschützen. Wir ziehen mal hier hin. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt ziehen wir mit dem Kollegen noch vor. Wir haben noch 21 Bewegungspunkte. Ja. Das sind alle, die in den Kampf eingreifen können. Der Kollege folgt gleich noch. Und hier sind im Augenblick, die Einheit kann allerdings auch gleich auf Heilen klicken und 5 Kampfstärke wieder zurückbekommen. Einmal angreifen.
Oligarchin Sura, die Jüngere, soll befördert werden. Wir können sie zur Spurenleserin annennen, zur Baumeisterin, zur Kräuterkundigen. Dann halt sie schneller. Sie ist relativ alt schon, 57. Wir sollten uns einen Vorteil nehmen, der uns kurzfristig hilft, nicht langfristig. Kräuterkundig hilft uns gar nicht, weil heilen kann man nur im eigenen Territorium. Es sei denn, sie hätte einen Bonus, mit dem man auch auf feindlichem Gelände eh nicht heilen kann, aber auf neutralem. Das wird aber kein neutrales Jahr sein. Baumeisterin, dann hat sie, wenn sie Belagerungswaffen, gegen Belagerungswaffen kämpft, einen Vorteil. Das ist egal. Spurenleserin, mehr Sicht. Das mehr Sicht, sie steht ganz vorne. Das hilft uns kurzfristig sofort. Das würde ich machen. Hier ist kein Schwein, Leute. Ist das der einzige Verteidiger hier? Während unsere Soldaten Teile von Sika sichern, haben wir die Stadt erobert gerade? Nein. Während unsere Soldaten Teile von Sika sichern, stellen sie fest, dass die Kerker Karthagos voller ausländischer Gefangenen sind. Als sie befreit werden, bieten viele dieser Gefangenen an, die Streitkräfte an der Front zu unterstützen. Her mit euch! Oh Gott, ich fühle mich plötzlich wie Putin. Sollen sich diese Gefangenen unseren Militärrängen anschließen? Oder gewähren wir ihnen, weil im Ernst Strafgefangene... Na, wir machen es mal. Sollen sich diese Gefangenen unseren Militärrängen... Ach, wir befreien die. Das ist nicht Putin, das ist WBs Teil. Das ist Kyros Teil. Sollen sich diese Gefangenen unseren Militärrängen anschließen oder gewähren wir ihnen Asyl? In Riesenwald, im nächsten Ort. Ein Bürger mehr? Zwei Bürger mehr in Riesen... Schon wieder Slums? Nein! Keine Slums! Ich will keine Slums in Riesenwald haben. Nein, ich will keine Slums haben. Keine Slums! Keine Slums! Keine Slums! Auf gar keinen Fall. Weg mit den Slums. Unsere Erfahrungen mit Slums sind nicht die besten. Alternative? Wir bewaffnen sie, schicken sie in die Schlacht, geben einmalig 110 Eisen an die, die haben. Die Frage ist, wo entsteht der Krieger? Wenn wir Glück haben, entsteht der Krieger direkt an der Front. Vielleicht können wir mit dem Krieger die Stadt erstürmen. Ja, dem Katar von Ebuts bitte löschen. Und bitte mal die Regeln posten. Ja, einmal sie bewaffnen und in die Schlacht schicken. Sie stehen direkt daneben. Wunderbar, das sind sie. Ein Trefferpunkt nur. Aber wir können auch nicht mal Einheiten flankieren. Das geht auch nicht. Weil dann müssen die direkt hintereinander stehen. Scheibenkleister. Wir machen weiter Fernkampf. Einmal Fernkampf von hier. Kritischer Treffer! Das war ein kritischer Treffer. Drei Trefferpunkte abgezogen. Wie viele haben die noch? Sechs. Ah, das ist zu viel. Und wenn die heilen, bekommen die fünf dazu. Dem Tempo erobern wir die Stadt nie. Wir können nochmal kämpfen. Von hier aus. Kritischer Treffer. Vier Trefferpunkte weg. Ja. Ja. Alles gut, Ebuts. Haben wir geschafft. Wie viel sind es jetzt noch? Fünf. Einer kann noch angreifen. Wenn die heilen, bekommen die wieder fünf dazu. Daumen drücken, liebe Leute. Daumen drücken. Eine Möglichkeit, das bringt mehr Glück, die Daumen eurer Nachbarn drücken. Kritischer Treffer, ich fasse es nicht. Wie viel sind jetzt noch da? Vier Trefferpunkte. Neun bekommen die nächste Runde dazu, wenn wir Pech haben. Macht jeder in jeder Runde nur einen Schaden. Verstärkung. Wir haben noch 13 Punkte. Der kann auch mit rüberkommen. Mit einer Generalseinheit. Was ist der schnellste Weg an die Front? Von hier oben, ne? Hier hin. Wir könnten, Leute. Wisst ihr, was wir machen können? Wir haben 654 Ausbildungen. Und wir haben noch 11 Aktionspunkte. Wir können zum ersten Mal im Spiel einen Eilmarsch machen. Dann kostet jede Bewegung einen Aktionspunkt extra. Mal gucken, ob das reicht.
Wir können hier alles zurücknehmen, einmal 100 Ausbildung ausgeben. Bis hierhin von 11 auf 9 runter. Von 7, 5, Gott, da verlieren wir alle Aktionspunkte. Einmal angreifen, bitte. Kritischer Treffer. 5 Trefferpunkte runter. Ist es nur einer? Bitte mach mich nicht fertig. 3 Trefferpunkte noch. Oh Gott, ist das dramatisch. Ja, ich weiß, wir müssen auch die Stadt klein kriegen und nicht nur die Einheit. Aber erstmal, wenn die Einheit weg ist, ist der Rest einfacher. Die Stadt selber hat, glaube ich, nur 10 Trefferpunkte, weil die keine Mauer hat, ne? Ich glaube, die hat nur 10 Trefferpunkte oder so. Da gehen die ganzen Punkte bei drauf. Ich fass es nicht, Leute. Ich fass es nicht hier. Wie? Arbeiter. Militäreinheiten, die wir rüberziehen können. Komm her, hier. Wir ziehen noch mehr Leute hin. Am schnellsten geht's, glaube ich, oben lang. Bis hierhin oder bis hierhin. Wir ziehen oben lang. Ich glaube, da kommen die weiter, ne? Schwer zu sagen. Wir ziehen mal oben lang. Ich glaube, der Weg ist schneller wegen Gelände einfacher. Wir teamen. Ganz liebe Grüße. Danke für den netten Kommentar. Ganz liebe Grüße an dich. Dann. Weitere Militäreinheiten können wir nicht rüberschicken. Noch mehr Ausbildungspunkte. Wir haben auch nur noch einen Punkt her. Also wir können mit irgendeiner Einheit mal schauen, ob wir da irgendwo einen Jünger haben des Judentums, den wir irgendwo gescheiter einsetzen können. Hier. Einmal schnell eine Aktion machen ein. Oh, das ist außerhalb unseres Geländes. Dann können wir ja gar keinen Steinbruch bauen. Einen Aktionspunkt für was auch immer. Was haben wir hier drauf gebaut? Ein Lager. Hier können wir nächste Runde einen Steinbruch einsetzen. Einen sehr coolen Steinbruch auch. Oh Gott, ist das dramatisch, Leute. Ist das dramatisch hier. Im Chat heißt es, ja, die Situation ist dramatisch, aber eher in dem Sinne, die armen Leute von Sika, die da von Tausenden belagert werden und keine Chance haben. Ja, das kann man so sehen, aber ich formuliere mal ganz unparteiisch, wie ich bin, in den höflichsten Worten, die mir zur Verfügung stehen. Wir haben einen karthagischen Verräter im Chat, der euch aufhetzen will. Schnappt ihn euch! Nein, also natürlich kann man mit den armen Zivilisten fiebern, aber hey, wir sind in der Antike unterwegs. Ich glaube, der Begriff Zivilist wird erst in Jahrhunderten entdeckt werden. Den gibt es damals noch gar nicht. Eine Runde weiter. Oh Gott, ich streame ja immer weiter, egal wie spät es ist. Die Karthager kommen nicht durch zur Stadt. Die Barbaren, haltet stand, ihr Barbaren, tötet! Ein Siedler zieht in die Stadt rein. Der hat selber auch einen eigenen Defensivwert und eigene Lebenspunkte. Oh Gott, ich hoffe, das Spiel ist nicht so gebalanced, dass ein Siedler die Stadt verteidigen kann. Bitte nicht, liebe Entwickler von Mohawk Games, bitte nicht! Danke an Havok fürs Abo verschenken, an T-Man, danke dir. Prinzessin Mandana kann gleich Unterricht bekommen, bekommt sie auch. Atacama, die Ministerin, ist nicht mehr Tempelschläferin. Sie hat es geschafft. Sie hat ihre mentale Krise überwunden und steht wieder an der Front. Die war als Generälin 3 Runden lang im Tempel und musste da ihre mentalen Probleme loswerden, weil sie an der Front zu viel Blut gesehen hatte. Also es ist eine gute Nachricht. Statthalterin Myrod ist gestorben. Die Statthalterin von Wolkenweide, das ist doof. Und die Statthalterin Shirin, die neue Ministerin, ist konvertiert, ist auch Jüdin geworden. Wenigstens eine gute Sache. Nochmal, die Prinzessin Mandana kann jetzt... Ist sie nicht unsere Erbin? Ist Mandana unsere Erbin? Die Erbin von Kyros gilt als liederlich. Was?
könnten auch die Herzogin Asta vorziehen. Sie ist immerhin gebildet. Wir könnten nachher die Erbfolge ändern. Irgendeinen billigen Trick machen. Es gibt so Möglichkeiten, an der Erbfolge zu drehen. Das wird sie nicht mögen, aber wir könnten es machen. Liederlich. Igitt. Vielleicht ist es auch ein Tippfehler und sie sagen, es fliederlich und liebt einfach Flieder. Will immer Fliederblumen bei sich haben. Sowas wird sein. Erbenbildung. Ja, was machen denn dann mit ihr? Politik studieren? Lieder. Also wenn sie liederlich ist, ein Problem mit der Weisheit ist, dann wollen wir sie an der Front verheizen. Dann würde ich gerne, dass sie ihren als Generälin kämpft. Ja? Ich will sie ungerne, weil da kann sie den wenigsten Schaden anrichten und dann gucken wir, dass wir irgendeinen Trick finden, um aus der Herzogin. Wir können nachher eine Erbfolge drehen. Wir können eine Erbfolge drehen. Wir können das Gesetz ändern und könnten 100 Stadtkapital ausgeben. Dann wäre immer noch Prinzessin Mandana an der Erbfolge. Wenn wir auf das jüngste Kind Erben umstellen, das ist das älteste Kind erbt, das ist leider das einzige Kind, dann könnten wir die horizontale Thronfolge machen. Dann wäre die Herzogin Asta da. Geschwister erben vor den Kindern. Das können wir machen. Mandana wird uns hassen, aber die ist gerade erst 10 Jahre alt. Dann wird sie Generälin, dann bekommst du eine schwierige Auslandsmission und dann gucken wir, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ja? Vielleicht hat sie auch, will sie denn auch ganz mutig an vorderster Front kämpfen, weil sie einen Befehl bekommt, über den ich nicht so nachgedacht habe und dann haben wir das Problem gelöst, ja? Nein, das ist nicht gemein, das ist pragmatisch. Das können wir jederzeit machen. Dynastische Thronfolge ändert nichts und das hier vorne wäre das Seniorjahrsprinzip. Das ist mir zu riskant, aber das können wir machen. Geschwister erben vor den Kindern. Das wird dazu führen, dass sie uns nicht so richtig gut leiden kann, aber das können wir jederzeit machen. Das sollten wir natürlich machen, bevor es einen Überraschungstod gibt von Kyros, mit anderen Worten jetzt gleich. Was mache ich jetzt sofort? Erst machen wir ihren Unterricht hier. Wir klappern das mal ab hier. Erbenbildung, Generälen, militärstrategische Studien, ab an die Front mit dir. Ja? Oder wir ändern das mit der Erbfolge später, wenn vielleicht kriegen wir noch ein ganz junges Kind. Der ist doch noch im zeugungsfähigen Alter, oder wie alt ist der Kollege? König Kyros ist 36 und seine Frau ist 36. Wir werden noch ein bis zwei Kinder bekommen vielleicht, mit ein bisschen Glück. Wir warten noch ab, bevor wir eine Erbfolge drehen. Sie macht erstmal militärstrategische Studien. Da ist das, dann bekommt sie einmal Mut dazu. Oder wir versuchen, ihre Wissenschaft zu verbessern. Dann wird sie Schülerin der Philosophie. Nein, militärstrategische Studien hier kommen. Ab an die Front mit ihr. Oh lala. Worum geht's denn hier? Sehr weit vom Stamm. Wie bitte? Alle Kinder bitte raus aus dem Chat. Alle Kinder bitte den Chat verlassen. Die Kluft zwischen euch und Prinzessin Mandana, das ist die, über die wir gerade geredet haben, wird von Tag zu Tag größer. Die 10-jährige Mandana vergnügt sich immer öfter hemmungslos. Und jedes Gespräch mit ihr, das sie dazu bringen soll, diesem Treiben zu entsagen, scheint sie nur noch mehr dazu bewegen, sich derartigen Gelüsten hinzugeben. Die ist 10 Jahre. Das finde ich gerade ein bisschen... Okay, es ist antike, aber... Finde ich ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich gerade unangenehm. Ist mir auch egal, ob das ein antikes Spiel oder nicht. Also das finde ich echt sehr unangenehm gerade, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht muss sie Tugendhaftigkeit auf die harte Weise lernen. Dann ist der König gestresst. Nein. Mandana hat nicht vor, ihre Position ernst zu nehmen. Dann bedarf Persien eines Oberhaupts, das eben das tut. Wir ändern die Erbfolgen und Herzog Asta wird die Erbin. Das machen wir. Das ist das, was wir eh vorhatten. Myrod ist gestorben im Amt. Neue Statthalterin wählen. Ja, vorne in Wolken war es. Das fand ich gerade echt. Das fand ich ein sehr obskures Ihr. Das hat mir echt nicht gefallen. Also, das finde ich auch nicht lustig, sowas, muss ich ehrlich sagen. Finde ich nicht lustig. Dann haben wir hier vorne Wolkenweiden.
Eine neue Statthalterin wollen wir hinbringen, Wolkenweiden. Im Augenblick haben wir Vorteile für Minen und Steinbrüche gehabt für die Statthalterin. Wir haben ja sehr viele Steinbrüche gibt es hier vorne. Und potenziell auch viel Ackerland, aber wir haben vor allem gesetzt auf Steinbrüche. Minen gibt es ja weniger. Und wir haben im Augenblick ohne einen Statthalter, haben wir hier unten Werte von... Stadtkapital geht so, weil wir viele Politiker hier haben. Okay, und wie viel Wachstum haben wir in der Stadt? Plus 12, das ist wenig. Also wenn wir viel Stadtkapital haben, können wir viele Bürger zu Experten machen. Dann brauchen wir allerdings auch viel Wachstum, damit das klappt. Das würde ich gerne machen. Lass uns mal schauen, dass wir eine Statthalterin oder einen Statthalter finden, der uns auch Wachstum bringt. Das sind die wir zur Option haben. Das ist jemand, den wir überall einsetzen können, der Hofminister. Den würde ich gerne auf Vorrat bewahren. Dann haben wir die vier aus der passenden Familie, die sind nach ihren Fähigkeiten geordnet. Ja, also sie ist 46. Sie machen wir nicht auf den letzten Meter noch zu einer Statthalterin. Die ist echt zu alt. Tut mir leid und hat auch ein paar unangenehme Eigenschaften. Minus Zufriedenheit ist uncool. 5 mehr Forschung ist sensationell. Wir haben 29 Forschung im Augenblick im ganzen Spiel. 5 mehr Forschung. Wow, das ist heftig. Hier unten hätten wir inspirierend etwas Wachstum, sehr viel Kultur, 6 Kultur mehr. Das könnten wir uns gleich mal anschauen. Der Euphemus ist natürlich super cool, aber 3 Einfluss weniger, das ist schon sehr unangenehm. Er ist ein Rohling, er ist liederlich, er macht die Städte unzufriedener potenziell auch. Als Statthalter minus 2 Unzufriedenheit, das steht oben aber nicht. Das steht oben nicht als Bonus ausgewiesen, aber das müsste oben eigentlich stehen, dass da nochmal 2 zufriedene Unzufriedenheit dazukommt. Der ist nicht gut geeignet. Und bei ihr, das einzig Gute sind diese sensationellen Forschungswerte, weil sie klug ist. Also 5-1 ist krass. Das ist extrem cool. 2 Jahre pro Kulturstufe. Welche Kulturstufe haben wir denn vor Ort hier in der Stadt? Mächtig. Mächtig ist die 3. Kulturstufe. Der nächste Schritt wird ewig dauern. Deshalb werden die Werte so hoch. Und dann, aber Forschung bekommt man sehr schnell dazu durch städtische Spezialisten. Wir bauen doch im Augenblick überall Klöster. Da, oder auch Theater und so. Da kann man Spezialisten einstellen, die sehr viel Forschung generieren. Das müssen wir nur mal machen. Leutselig würde es eventuell ausgleichen, als im Spiel. Nee, leutselig wird nicht angezeigt, dass das irgendwie Zufriedenheit gibt. Sand gibt 2 Stadtkapital, etwas Geld. Atacama gibt etwas Geld und 5 Stadtkapital. Ist sparsam. Dadurch bekommst du mehr Erfahrungspunkte jede Runde. Also das Stadtkapital ist sehr cool. Wachstum, Kultur. Die Frage ist, wollen wir in einer Stadt, die schon mächtig ist, 6 Einfluss investieren? Ich würde die 6 Einfluss eher investieren in einer Stadt, die erst aufblühend ist, bei den Kulturstufen. Weil der Schritt bei den Kulturstufen von aufblühend auf mächtig ist ein großer, aber von mächtig nach legendär ist ein gigantisch großer. Und die 5, die 6 mehr, die verpuffen in der Stadt. Das führt nicht dazu, dass die Stadt nennenswert früher legendär ist. Haben wir eine Alternative demnächst? Haben wir irgendwo anders demnächst eine Stadt, die... hey! Wir wollen doch normalerweise, man bekommt im Spiel einen Bonus auf die Zufriedenheit der Familien, wenn deren Städte relativ dicht nebeneinander liegen. Das heißt, wir wollen hier unten die Skythen erobern. Die Wahrscheinlichkeit, das werden wir auch schaffen mit den beiden Speerkämpfern, die wir haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unten eine weitere Politikerstadt gründen, ist eine gute. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass wir hier ein paar Wüstenfelder haben, aber es sind relativ weniger. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier unten eine weitere Politikerstadt hinsetzen. Schaut mal, hier unten ist Küste. Hier können wir mehrere Skythen nebeneinander hinsetzen. Die paar Wüstenfelder hier ignorieren wir. Und dann hätten wir die Möglichkeit, in ein paar Runden diese hier sehr junge Ministerin, auch hier Statthalterin, auch hier unten hinzusetzen. Das wäre auch noch immer eine Möglichkeit. Und dann 100 Einflusspunkte braucht man, um von unbedeutend auf aufblühend zu kommen.
100 geteilt durch 6, das geht innerhalb von vielleicht 15, 16 Runden dann. Das wäre extrem cool. Und sie ist 33. Das halte ich für eine gute Idee. Und wen packen wir dann oben hin? Atacama. 35 alt, 5 mehr Stadtkapital. Ich bin total, Leute, ich bin echt total irritiert. Es ist hier oben, also das Wachstum ist genial. Aber Wachstum können wir auch generieren. Hier ein paar Kornspeicher hingesetzt, zack, Wachstum. Ne? Hier bekommen wir auch das Stadtkapital durch. Mich irritiert total die Zufriedenheitsstrafe da. Hier steht 2 Unzufriedenheit. Wie viel Zufriedenheit haben wir denn in der Stadt? Plus 2. Und in 7 Runden haben wir bei plus 2 das schon gleich auf 1 mehr. Ich würde es nicht machen. Wen schicken wir hier hin, Leute? Atacama? Oder sollen wir in die Matriarchen investieren? Wisst ihr warum? Die Militärpunkte sind egal. Wir könnten die, obwohl die so alt ist, hier hinschicken. Die 5 Wissenschaft mitnehmen und die 3,4 Stadtkapital. Und die Jüngeren nachher in die Stadt unten hinschicken. Unten gibt es dann den Kulturschub bei der Skütenstadt und dann wird die Stadt schnell. Und hier fangen wir hier oben an. In der Reihenfolge. Einverstanden? Etwas mehr Stadtkapital. Viel mehr Wissenschaft, das hilft uns sofort. Die eine Zufriedenheit kriegen wir abgepuffert. Alle Charaktergeschichten sind hier generiert, ja. Machen wir das so? Roxana? Wollt ihr Roxana haben? Die Militärpunkte sind egal in der Stadt. Das einzig Unangenehme ist da eine Zufriedenheitspunkt. Alles andere ist okay. Einmal Roxana. Einmal schließen. Und jetzt haben wir 34 Wissenschaft. Das ist echt wichtig im Spiel. Richtig wichtig. Wir haben in Riesenwald die nächste Produktion. Das ist hier vorne. Und haben hier die Schatzkammer abgeschlossen. Wir haben nur noch 95 Gold, jede Runde weniger. Schatzkammer kann man noch nicht auf Stufe 2 gehen. Das geht erst ab aufblühend. Ach, das gucken wir uns nächstes Mal an. Also wir machen den Krieg. Wir wollen hier die, die Karthager endgültig klein bekommen. Hier unten haben wir die Skythen mit den beiden Speerkämpfern. Hier vorne haben wir viele Briten Einheiten klein kriegen. Krieg mit den Römern ganz im Südosten, das kann uns egal sein. Hier sehr viele Militäreinheiten, die wir irgendwann in Richtung Osten bringen müssen. Vielleicht mal einen Scout hier rüberbringen, der das hier auskundschaftet mit den Griechen halbwegs neutral. Staatsreligion weiter verbreiten, gucken, dass wir noch mehr, um aus dem Geldmanus rauszubringen, haben wir die Klöster aufgelevelt, wir müssen viele Klöster bauen, dann sollten wir aus den Miesen rauskommen und so weiter und so fort.